Ich finde es jetzt so geil, endlich, ja, wie sie Feuerbescheid, ja, bevor, ja, das ist gut, so einfach abbuchen geht ja nicht, ne? Gott sei Dank, ja, weil ist komisch, ja, ich hatte ja noch Guthaben auf der alten Karte, ja, so, das ist weg, davon gehe ich mal aus. Oder der zeigt mir das nicht an, weil angeblich mein, weil komischerweise jetzt schon wieder das Display nicht, also ja nicht. Ich sehe jetzt, also ich, doch, ich kann es euch ja zeigen, ja, wenn ihr wollt, damit ihr mit glaubt, sonst glaubt ihr mir das ja nicht, ja. Mal sehen. Ah ja. Ja. Ja, jetzt wählt er sich ein, ja. Aber was soll ich da erkennen, was der jetzt macht? Ja, kann ich ja nicht sehen, ja. Nicht? Versteht ihr, was ich meine? Ja. Ja. Tötet. Jetzt ist er gleich drinnen. Ja. Und dann steht da, wenn ich bei mir rufe, also wenn ich dann rufkomme und frei ist, nur Notrufe. Und wenn da nur Notrufe steht, dann ist da kein Guthaben mehr drauf. Ne? Versteht ihr? Ja. Also, wo ist das Guthaben hin? Das muss ich erstmal erfahren. Und dann bezahle ich vielleicht. Ne? Ganz auf einfach, ja, kannst mir am Arsch lecken, ich mach dich wieder aus, du blöde Drecksau. Mal sehen, ob's aussieht. Geht, okay, ich staune. Vorhin ist zum Beispiel nicht ausgegangen, ne? Musste ich erst den Akku lösen. Ja, verstehst du? Jetzt ist es ausgegangen. Ja, jetzt könnte man wieder sagen, ich habe das falsch behandelt. Ne? Ich habe vielleicht die Sperrfunktion drin gehabt und dann kriegt man das ja nicht aus. Ne? Nein, hatte ich nicht. Ja? Also ist schon so, wie ich sage. Ja? Die ficken die Leute bis zum Geht nicht mehr, ja? Verführen die sonst wohin, ja? Jedem keine klare Auskunft. Ich weiß immer noch nicht, warum ich für den Messenger was bezahlen muss. Ja? Das sollen die mir mal erklären. Ja, warum der nicht mit drin ist. Ja. Ja, ich habe ja schon versucht, die einzige Information ist, dass man den nicht haben, ha dass da Kosten anfallen können. Bei dem Messenger. Ja, das ist die einzige Information. Mehr Informationen habe ich dazu nicht. Egal, wen ich da gefragt habe bei der Telekom. Keiner konnte mir sagen, warum das so komisch ist. Ja? Ach, ich muss ja die Volksbank loben, Mensch. Frau Löffler. Hieß die Löffler? Ich glaube ja. Ich glaube, die hieß Löffler. Ja? Von der Volksbank, die. Ja? Ich habe das Konto jetzt schon Jahre. Ja? Sie konnte mir das endlich erklären. Also sie hat es mir jetzt endlich erklärt. Ich weiß nicht, ob sie mich wirklich aufklären wollte, weil ich habe keine Ahnung. Ja, wir sind ja dann nachher nochmal drin da in die Bank, ja. Und dann habe ich sie gesehen, habe sie freundlich gegrüßt, so, ja. Und dann habe ich schon gesehen, hau doch ab, du Hartz-IVer. Ja, in ihr Gesicht habe ich das gelesen. Ja, nicht? Weil ich habe ja wirklich, ich habe die nicht in Ruhe gelassen, bis ich das verstanden habe, was sie mir erzählen wollte. Ja? Das hat natürlich ein bisschen Zeit gekostet, weil ich verstehe ja nicht so schnell. Ne? Allerdings, die war sehr freundlich, ja, bis zum Schluss. Bloß eben, ich sage ja, die war halt froh, mich dann schon wieder los zu sein, denn als ich gegangen, das habe ich sofort gesehen, denn ich weiß genau, wenn. Versteht mal, wenn mich jemand freundlich anguckt oder wenn mich jemand verächtlich anguckt. Das kann ich erkennen. Ja? Gott sei Dank. Manchmal will ich das nicht erkennen. Das ist was ganz anderes. Ja? Ich habe da gleich zu Nico gesagt: Hier, siehst du? Die ist froh. Ja? Das wusste ich genau, sag ich. Normalerweise dürfte ich die jetzt nicht mehr loben. Ja? Aber ich lobe die trotzdem, weil sie hat mich als Kunde gut behandelt. Ja? Und dass sie mich, weil ich Hartz IV kriege, nicht gerade besonders mag, ist in Ordnung. Ja, damit kann ich leben. Ja? Ist ja klar.
Nicht? Damit habe ich gar kein Problem, ne? Aber dann soll man mir das auch sagen, ne? Aber das trauen die sich ja nicht, ja? Ja. Nicht? So, machen das dann auf die versteckte Art. So wie die Telekom, wie Vodafone, wie Google, Microsoft und die ganzen anderen alle, die einem das Geld aus der Tasche ziehen wollen, obwohl man ja keins mehr hat. Ja? Das ist denen aber egal. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Ja? Das ist ein krankes System. Ja? Ich entlarve dieses kranke System. Ja? Nicht? Man könnte das alles einfacher machen, so dass auch ein Hartz-IV-Empfänger oder jemand, der nur Schulbildung 7. Klasse hat, ja? Dass der versteht, wann ihm was kostet. Nö, das sagen sie einem nicht. Die lassen einen erstmal, komm mal her hier, mach doch mal. Na ja, ihr seid so eine Wichser in meinen Augen, ja. Wenn ihr wüsstet, was ich mit euch machen würde, wenn ich das könnte, ja. Weil ihr für Dreckschweine alle seid, ja. Aber gut, was soll ich sagen? Das fängt ja schon bei die Kleinen an. Ich sag doch, ich habe im Knast, habe ich das ja miterlebt, ja, dass die sich da, dass die, die da drin sitzen, sich untereinander beklaut haben. Ja? Und wenn das so ist, ja, muss ich sagen, was soll ich dazu sagen? Das ist diese typisch menschliche, ne? Ja, deswegen funktioniert keine Demokratie, kein Kommunismus und deswegen gibt es Ungerechtigkeiten auf der Welt, weil jeder nur an sich in letzter, aber auf die falsche Art an sich denkt. Ja? Weil er ja nicht merkt, ja, weil jeder schon mitmacht bei Bescheißen, ob es den Staat ist oder sonst irgendwie, das ist heute ja Yang und Jewe, jeder bescheißt jeden. Das ist völlig normal. Damit haben die alle kein Problem. Wie oft höre ich, habe ich schon gehört, ja, ist mir egal. Ja. Dann schreibe ich eben dahin, dass ich noch nie einen Kühlschrank hatte. Ja. Versteht ihr? Da ist der Punkt. Und wenn das natürlich alle machen, ja, was eben die Mehrheit macht, die wenigsten machen das so wie ich. Ja? Nicht? Ich bin hingegangen und habe gesagt, raus, gebt mir den Wisch wieder her. Ich lüge doch nicht für euch. Warum muss ich denn lügen? Ich hatte den Kühlschrank, der ist nur kaputt. Wo krieg ich jetzt einen neuen her? Ja? Das war meine Frage. Und dann musste ich hören von dem. Bearbeiter, ja, da haben wir nur eine Möglichkeit, sie müssen schreiben, dass sie noch nie ihren Besitz besessen haben. Ich sage, das ist doch eine Lüge. Ja, sagt er, aber anders geht nicht. Also, du, ich dich eben, ne? Und das Schöne ist, dass ich ja jetzt immer die Wahrheit sagen kann, ja, ohne dass es mir schadet. Gott sei Dank. Ja. Ihr wisst nicht, wie schön das ist. Weil ich hab das ja, ich sag doch, ja, man kann keinem mehr trauen. Ja, normalerweise kann man auch nicht mal mehr seinem besten Freund trauen. Ja. Gott sei Dank kann ich das schon. Ja, und ein paar Leuten traue ich ja. Ne? Also, wie zum Beispiel mein Vermieter. Ja. Der ist da anders, nicht? Ja. Gott sei Dank. Ja, also, das wäre schlimm, wenn ich, ja, also, wenn ich da jetzt kein Vertrauen mehr haben könnte. Ja, versteht ihr? Ja, also, da ist der schon völlig in Ordnung. Ja, bleibt's nicht. Ja. So, ja. Und noch einen anderen. Ne? Also Jochen ist da nicht der Einzige, den ich noch traue. Ne? Aber die anderen sah ich jetzt nicht. Ja. Jochen ab wenig mal. Ja? Weil der hat es auch verdient. Ja? Warum? Naja, ihr dürft ja nicht vergessen, weil ich den hier schon mies gemacht habe über Video. Und warum? Weil er mir die Augen öffnet. Ja? Also er ist nett zu mir und ich bin zu ihm böse. Ja? Also das ist verkehrt, nicht? Auf jeden Fall, ja. Das kann so nicht sein, ja.
Da spielt alles andere jetzt keine Geige mehr, irgendwie. Ja. Hey, Kalina, ich müsste den schon die Füße küssen dafür, dass er mir über das Fernsehen aufgeklärt hat. Ja? Also, was heißt hier aufgeklärt? Ich wusste es ja, aber ich habe es begriffen. Versteht ihr? Darauf kommt es an. Ja? Das nützt ja nicht, wenn ich es weiß, aber nicht begreife. Ja? Oder nicht danach handle. Ja? Ich sage, Jochen war auch der Einzige gewesen, der immer wieder hat der mich ermahnt, hat gesagt, ey, ach nee, Kalle auch, Kalle auch. Also die beiden, ja, Kalle und Jochen, ja, die hatten auch schon, bevor ich geräumt wurde, mich immer wieder darauf hingewiesen, ich soll mich mal langsam kümmern um eine Wohnung, ja, weil sonst fliege ich da raus. Da kann ich machen, was ich will. Ja. Und die haben beide recht gehabt. Ja, eine Woche vorher habe ich es dann gemerkt. Jetzt ist es zu spät, weil warum ist es zu spät? Naja, ich hätte eine einstweilige Verfügung holen müssen vom Gericht, ja, was eigentlich normalerweise der Anwalt hätte machen müssen. Der hätte ja auch Widerspruch einlegen müssen, aber der hat ja das Mandat niedergelegt. Ja. Also es ist alles gut gelaufen, wie immer, ne, bei mir. So, ne? Ja, und heute. Ja, mal sehen. Ja, also ich muss mal abwarten. Ne? Ich meine, über mich schwebt immer irgendwie ein Schwert, ja, was mir jederzeit den Kopf abhauen kann. Ja, jederzeit. Ja? Das ist halt mein Leben, versteht ihr? Deswegen sage ich ja, bei mir ist keine Sicherheit. Ja, kann es nicht geben. Ne? Wird es nie geben. Ja? Also für mich schon, weil ich bin in Sicherheit. Ja, also ich kann ja nicht ohne Sicherheit leben. Ja. Gott sei Dank. Ja. Ja. Das ist echt, ja, was der Staat macht, was die alle so treiben. Ja. Und deswegen mache ich das hier alles. Ja. Das ist der Hauptgrund, nicht? Damit man mal sieht, wie es einem so gehen kann im Leben. Und bin ich deswegen verzweifelt? Nein, überhaupt nicht. Warum denn? Das war ich ja alles schon. Ich saß ja. Mr. Sound steht am Anfang seiner Karriere und nicht am Ende. Ja? Mr. Sound räumt auf. Versteht mal. Auf der ganzen Welt räumt der auf. Auch bei YouTube und. Ja? Warum jeden nicht hier auf immer? Ist doch wieder komisch. Ja? Durfte da ja nicht gehen, war doch aus, das Ding. Ja? Ja? Ging ja auch nicht. Beim ersten Mal ging ja der Ton nicht. Ne? Ganz normal. Kann mir trotzdem keiner sagen, warum das so ist. Man sagt, das liegt an den Einstellungen. Nein, das liegt nicht an den Einstellungen. Ja? Das liegt daran, dass Google und Microsoft sich nicht leiden können und Google und YouTube arbeiten zusammen. Daran liegt das. Ja, die denken mal, ich bin blöd. Ja? Nein, bin ich aber nicht. Ja? Gut, jetzt kann man sagen, ist ja bekannt. Ja? Ja, aber warum? Was kann ich dafür? Ich bitte, bei aller Liebe, ist doch dann nicht meine Schuld, oder? Wenn die sich nicht leiden können. Ja? Ach so, das gibt Regeln? Echt? Ja. Ursache und Wirkung.